mich einen Augenblick nicht gemeldet, wa? Ich glaube, das mit dem Licht ist schon nicht so toll. Machen wir noch eine Lampe an. Naja, schon mal ein bisschen besser. Ja, irgendwie sind die letzten Tage nicht so besonders toll geworden. Und da war nicht so viel Zeit, um irgendwie ein Video aufzunehmen, weil ich selber irgendwie relativ viel mit mir selbst beschäftigt war, um nicht zu sagen die ganze Zeit. Aber hat einen Augenblick alles gedauert, aber so langsam geht es mir wieder besser. Also seit gestern eigentlich schon, aber heute Morgen gab es nochmal so ein... So ein kleines Ding, was ich aber wusste, also ich war heute Morgen dann mal beim Zahnarzt. Ich erzähle das einfach mal von Anfang an. Ich hatte von Anfang an, nachdem ich da auch diese schlechten Blutwerte dann hatte, bin ich immer mehr irgendwie so, ich sage mal so, kränklich geworden. So auch, dass ich nicht mehr richtig schlafen konnte, war dann super lange wach und habe dann auch nicht viel geschlafen, sondern bin auch verhältnismäßig schnell dann wieder wach geworden. Und bin dann immer wieder so zwischen wach, schlafen gehen. Und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem so ist, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass mein Kopf dann so ein kleines bisschen, hört man das, wenn ich hier reinrede, besser? Hört man das, wenn ich hier reinrede, besser? Ah, okay, dann geht es doch. Muss ich mal nur kurz gucken. Ich habe das ja mal irgendwann besorgt. Von wegen, man macht mal bessere Livestreams, aber. Warte mal, wo geht denn das hin? Das Kabel geht hier lang. Und hier lang. So. So, dann müsste das jetzt irgendwie halbwegs funktionieren. Wenn irgendwas schief ist, dann sagt mir Bescheid. Auf jeden Fall, ich habe dann nach den schlechten Blutwerten ging das wirklich so bergab und dann war jetzt nochmal so die letzten 2, 3 Tage war so eine Phase, wo es dann wirklich richtig hinüber war. Also viel mit Kotzen und was weiß ich nicht alles. Ich konnte kaum noch was essen und geschweige denn irgendwie Videos machen oder irgendwie sonst was. Aber bin dann viel wieder ins Krankenhaus gefahren, habe geguckt, woran das liegt und habe dann jetzt auch alles irgendwie dazu bekommen, was man dazu kriegen kann, um dass irgendwie die Blutwerte wieder besser werden. Habe, was so die eigene Versorgung angeht, mich so ein bisschen mit Eisen jetzt eingeschossen, also dass ich das jetzt dauerhaft irgendwie gerade einnehme, zumindest so lange, bis die Blutwerte wieder schick sind, weil die wollten mir dann irgendwie... Und nochmal danke für eure ganzen Kommentare. Die wollten mir dann irgendwie anfangen, da Blutkonserven zu geben und so. Und ich weiß, auch wenn das irgendwie einem gut tun kann oder irgendwie nicht so schlimm ist, wie ich das irgendwie gedacht habe, muss das jetzt nicht auch unbedingt noch sein. Also, wenn man so ein paar Sachen dann schon erlebt hat, dann denkt man, wie zum Beispiel das auch so mit diesem ganzen Cortison. Kein Arsch hat mir gesagt, dass das irgendwann dazu kommt, dass ich dadurch irgendwann mal einen grauen Star bekomme und jetzt im Endeffekt eine Brille tragen muss. So. Niemand hat mir gesagt, dass das mit der Chemotherapie, dass diese ganzen Nebenwirkungen so krass werden. Und irgendwie verliert man da immer mehr so sein Vertrauen irgendwie in die Medizin, sage ich mal. Aber... Es muss halt auch sein, also Chemotherapie sozusagen, um das alles irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber ich möchte einfach nur so wenig wie möglich machen. Deswegen habe ich mir das auch mit den ganzen Tabletten und so gespart, bis es jetzt halt irgendwie nicht mehr anders ging. Nun ja, auf jeden Fall. Ich war dann irgendwann hier und habe dann wirklich so
wie so eine Panikattacken irgendwie so bekommen. Also zuerst so eine Zeit lang Depressionen, weil ich dann irgendwie jetzt wieder mitgekriegt habe, dass so ehemalige Schulkameraden irgendwie, die heiraten jetzt alle und so. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so das, was mich irgendwie so verrückt gemacht hat, sondern eher viel mehr so dieses Thema, dass irgendwie allen anderen, die sich nonstop Scheiße ernähren, die permanent irgendwie am Trinken sind und sonst was, dass es denen allen gut geht. Und ich versuche nun wirklich, mich so gut wie möglich zu ernähren und dass es mir irgendwie immer schlechter geht. Aber vielleicht ist einfach diese Hürde noch nicht irgendwie überwunden, dass es dann irgendwann mal wirklich richtig gut wieder wird. Und das wäre deswegen der absolut falsche Punkt, irgendwie aufzugeben, aber immer wieder weiterzumachen, denn hat man manchmal einfach so ein, zwei Tage, vielleicht auch 3 Tage, wo man das dann mal so überdenken muss, von wegen, dass man weiß, wo man hin will. Und also ich weiß, wo ich hin will, aber man muss sich das immer wieder so vor Augen führen, von wegen, ey, jetzt ist schon so viel durchgestanden. Als kannst du nicht einfach wegen so einer Scheiße aufgeben. Auf jeden Fall ist es dann immer verrückter geworden. So, ich habe irgendwann mal vor kurzem, also nichts, was mir irgendwie passiert, heilt irgendwie wieder. Also ich habe immer noch ein so ein Ding am Fuß, das, boah, ich habe mir mal vor, ich glaube, 8 Monaten mittlerweile über den Fuß gerannt. Und das heilt einfach nicht mehr so richtig zu, wegen diesen ganzen Chemo-Geschichten halt irgendwie und Antikörper, bla bla bla. Und dasselbe habe ich jetzt im Mund irgendwie gehabt, dass ich irgendwie auf irgendwas raufgebissen habe. Ich kann euch gar nicht mal sagen, was, weil ich es an dem Tag einfach nicht so richtig mitbekommen habe. Und dann hat sich das da irgendwie angefangen so zu entzünden und dann habe ich meinen Mund irgendwann nicht mehr so richtig geschlossen gekriegt. Also nur so unter Schmerzen irgendwie. Also dass man mal die ganze Zeit so diesen gemacht hat. So, weil man das einfach nicht mehr hingekriegt hat irgendwie. Weil hier hinten so eine Stelle war. Und da bin ich dann gestern, nachdem es dann einfach zu viel wurde, zu so einem 24-Stunden-Notdienst-Zahnarzt gegangen. Bei dem war ich witzigerweise 2018 übrigens schon mal. Und der hat mir dann da irgend so ein Medikament reingespritzt. Jetzt muss ich am Montag nochmal zu dem Zahnarzt gehen, wo ich sonst immer bin. Und danach sollte das dann alles wieder schicki sein. Dann ist Mittwoch meine nächste Blutuntersuchung. Oder Dienst Mittwoch. Und dann wird wahrscheinlich die Chemotherapie und Antikörpertherapie weitergehen. Und dann ist das Ding auch schon mal irgendwie wieder überwunden. Aber ich weiß nicht, was ich in der nächsten Zeit irgendwie so mit Videos mache. Also zumindest für die nächsten 2, 3 Tage. Und da ich euch das ja irgendwie zugesagt hatte, dass ich das irgendwie dann immer gleich mit ansage, dass ihr euch da nicht so eine Sorgen machen braucht, dachte ich mir, ich mache jetzt mal kurz einen Livestream dazu, weil ich werde mich jetzt auch demnächst irgendwie ins Bett hauen. Mein kleiner Bruder war gerade noch da und seine Verlobte. Und dann haben wir noch mal ein bisschen gequatscht, weil der jetzt Dienstagabend nach Hamburg abhaut und dann da für ein Jahr leben wird. Also werde ich wahrscheinlich auch ein paar Mal häufiger in Hamburg sein. Also wenn einer von euch in Hamburg ist, die wohnen da in der Nähe von der Speicherstadt oder sowas. Also da ist auch irgendwie gleich ein Krankenhaus in der Nähe, wo die dann arbeiten und mein Bruder geht dann in die Chirurgie und seine Verlobte geht dann in die Onkologie. Wäre eigentlich auch ganz passend gewesen, ne? Mein Bruder wollte ja vorher Radiologie machen. Oh, hier ist die ganze Zeit so eine Mücke oder so eine Fliege oder sonst was. Und deswegen wäre das für mich, glaube ich, auch ganz passend gewesen. Wenn ihr die seht, sagt mir Bescheid. Naja, deswegen, also morgen wird wahrscheinlich noch nicht so dolle sein, aber übermorgen denn. Ich habe auch mit einem Kumpel ein übergeiles Kochvideo gedreht. Also wieder auf dieselbe Art und Weise gefilmt, ne? Aber der kennt sich super mit so veganen Rezepten aus und worauf man so achten müsste und so. Und da versuche ich mich jetzt mal so ein bisschen weiter zu informieren.
Und morgen werde ich die nächste Packung Astragalus Kapseln aufmachen. War auch von euch eine Empfehlung. Na, Juti. Ich gehe kurz eure Kommentare einmal durch und dann muss ich mich leider ins Bett verabschieden. Aber ich meine. Borchert? Draußen war irgendwie eine Maus unterwegs und seitdem ist Borchert ein wenig außer Rand und Band. Ich mache kurz die Tür zu. So, jetzt aber. Danke, Alexander. Ich habe noch so ein, weil ich das gerade mit dem Mikrofon schon wieder lese. Ich habe noch so eine Halterung, die kann man hier ranmachen und dann ist das Mikrofon hier so direkt rüber. Ich glaube, die mache ich beim nächsten Mal mit dran. Dann funktioniert es. Ich bin schon froh, dass das so funktioniert, so wie ich das jetzt hier angeschlossen habe, aber ich habe da ja immer nicht so einen großen Plan von. Du wirst immer weniger, Brian. Hast du viel abgenommen? Ja, leider im Verhältnis ist jetzt nicht so toll. Also ich habe vorher irgendwie immer so knapp 80 Kilo gewogen und jetzt wiege ich so knapp 70 Kilo. Aber das ist jetzt halt leider so. Also ich finde es schlimmer, wenn es jetzt noch weniger werden sollte, so. Aber ich esse in der letzten Zeit eigentlich ganz gut, aber ich muss das jetzt irgendwie konsequent irgendwie auf vegan umstellen. Und da vorher hat man halt, also ihr kennt es ja selber bestimmt auch, dass man, wenn man nach Hause gekommen ist, irgendwie nach dem Arbeiten, nach dem Fotografieren oder irgendwie sowas, dass man einfach erstmal einen Kühlschrank als allererstes aufmacht und sich dann irgendwie zack direkt was rausnimmt oder sich irgendwo unterwegs was mitnimmt. Und das, ich will das einfach sein lassen, weil mit Ernährung, mit so seinen Nahrungsmitteln kann man so viel falsch machen. Und deswegen soll das mit der Ernährung jetzt auch wirklich so durchgezogen werden. Was ich aber jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, habe ich irgendwo in einem Buch gelesen gehabt, dass diese TK-Geschichten wie Obst und Gemüse, dass man damit teilweise auch richtig gut fahren kann. Also nicht, wenn das jetzt irgendwie was Gemischtes ist, sondern einfach nur das, was man verwenden will, wenn das tiefgefroren ist und dass man das dann zum Beispiel in einem Smoothie oder irgendwie sowas verwendet oder für irgendwie was weiß ich, Thai Curry oder irgendwie sowas, dass das teilweise viel besser ist, als wenn man das wirklich komplett die frisch holt, dass man sowas dann immer zu Hause hat, wenn man irgendwie wirklich alles vergessen hat. Aber ansonsten versuche ich jetzt irgendwie jeden Tag schon selber irgendwie was zu kochen, dass man von diesem Veganen nicht wieder abkommt. Also auch, dass man irgendwie eher in die Richtung geht, dass man versucht, sich vegan so proteinreich wie möglich zu ernähren und auch wenig Kohlenhydrate und sowas. Und da muss man sich erst so ein bisschen dran gewöhnen. Und ehe ich dann wieder einen Aussetzer habe, dachte ich mir, dann esse ich da lieber erstmal gar nichts von. Oh, Scheiße, jetzt sehe ich das. Habt ihr mir die ganze Zeit geschrieben, dass ihr mich kaum verstehen könnt? Ey, sorry.
Ja, weil das Mikrofon irgendwie rechts steht, aber ich dachte, das nimmt auch so bis hier auf. Vielleicht sollte ich das so wie so ein Moderator machen oder so. Nein, aber ich habe so ein Ding, das knipper ich hier morgen noch ran und dann müsste das funktionieren. Dann ist das kein Problem mehr. Nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich habe das ja mal eine Zeit lang während der ersten Chemotherapie gehabt, dass ich da irgendwann von 90 Kilogramm habe ich früher gewogen und bin dann auf knapp unter 45 runtergefallen. Das sah scheiße aus. Meine Mom hat davon bestimmt noch irgendwo Fotos rumzuliegen. Irgendwann blende ich euch die mal mit ein, aber also mit 45 Kilo, da sehe ich wirklich scheiße aus. Aber also jetzt ist noch nicht so schlimm. Habt noch ein bisschen für Reservefeuer gesorgt gehabt. Alexander schreibt mir, halt die Ohren steif. Also das mal dazu. Also mir wird in der nächsten Zeit jetzt auch nichts passieren. Das ist aber halt immer so eine Leidensphase, die man dann eine Zeit lang irgendwie hat. Also, dass man zum Beispiel mal 3, 4 Tage irgendwie schlecht drauf ist. Und ich sag's auch ehrlich dazu, ich habe in der letzten Zeit also so viel Ekelhaftes wieder so gehabt, so dass man echt sich manchmal in seinem Körper so ein bisschen wie so ein Gefangener irgendwie fühlt. Aber wenn man sich dann irgendwie da so lernt, mit zu arrangieren irgendwie, dann ist es auch schneller wieder vorbei, als man sich wirklich drauf einlassen kann. Also. Bei mir kam das dann ja wieder da so mit hinzu, dass meine Mama mich dann gezwungen hat, wieder rauszugehen und irgendwie ein Stück zu laufen. Und dann bin ich immer wirklich wie so ein Besoffener die ganze Zeit nach links und rechts hin und her geeiert. Aber habe dann trotzdem irgendwie ersten Tag, glaube ich, so 6000 Schritte gemacht und bin jetzt schon wieder bei 12 oder irgendwie sowas gewesen. Und jetzt habe ich mich noch an einem Fitnessstudio angemeldet und jetzt habe ich da aber irgendwie rausgefunden, weil Mama hat dann noch eine Freundin bei ihrem Krankenhaus und die sagte mir dann, also eine Ärztin, die dann gesagt hat, sie würde mit so einem schlechten Blutwert nicht trainieren gehen. Also ich gehe jetzt auch nicht richtig trainieren, sondern ich gehe jetzt halt so damit schon mal anfangen, dass mir der ganze Rummel dann danach nicht so schwer fällt, aber dass ich einfach zu wenig Blut im Körper habe, als dass ich damit jetzt direkt irgendwie durchstarten sollte. Aber wie gesagt, das war auch nicht so die Intention, sondern eher, dass es bei mir jetzt auch mit hinzukommt, dass ich halt wieder irgendwie was habe, wenn ich 5:30 Uhr aufstehe. Denn also ich stehe ja meistens noch um 5:30 Uhr auf, weil ich da einfach, weil das immer so die Zeit ist, wann ich wach werde. Also 5:30 Uhr wache ich auf und dann merke ich manchmal zum Beispiel, wenn ich dann erst um 0 oder so schlafen gegangen bin. Nee, jetzt ist noch nicht meine Zeit, leg mich wieder pennen und wach dann irgendwie um 11 Uhr auf oder irgendwie sowas und das nervt mich dann halt auch. Und wenn man dann aber schon weiß, ich war jetzt schon mal beim Fitness oder ich habe jetzt gleich eine Aufgabe oder irgendwie sowas, dann zieht man den Tag eher durch und kommt dann auch viel besser dann irgendwie wieder so in seinen Tagesrhythmus rein, dass man sich nicht so gehen lässt. Weil wenn man damit erstmal anfängt und Grubi hat mir leider auch so ein Netflix-Premium-Abo von ihm abgegeben. Ganz schlimmes Verhängnis. Ich sage euch das, ich gucke gerade auch noch so eine Assi-Serie, irgendwie dieses Modern Family, aber das ist ja so lustig, dass ich denn mich manchmal schon ertappt habe, dass ich dann irgendwie 1 Stunde, 1,5 Stunden oder so während dieser Phase, wo es mir dann schlecht ging, Netflix geguckt habe und in diesen 1,5 Stunden hätte ich halt auch draußen irgendwie unterwegs sein können und hätte irgendwie was machen können oder so oder hätte mich mit Borchert irgendwie bewegen können. Aber es ist dann natürlich irgendwie entspannter, wenn ich hier jetzt irgendwie im Bett liege und irgendwie auf dem Monitor gucke und irgendwie eine Serie gucke und dann eine nach der anderen. Und das ist wirklich, das ist bescheuert. Ich glaube, ich muss das auch wieder löschen. Ich scroll jetzt einmal kurz runter. Okay, keiner nörgelt mehr über den Ton. Also müsste es schon halbwegs klar gehen. Dein Lächeln fehlt. Nase popeln hilft nicht mehr. Nase popeln habe ich auch fast überstanden, aber auch das heilt irgendwie sehr langsam.
Und deswegen ist alles irgendwie noch so ein bisschen entzündet. Aber ihr werdet es mir kaum glauben. Nivea hilft bei mir irgendwie gegen fast alles. Ich habe jetzt irgendwie mir Nivea immer auf die Finger geschmiert und habe mir das dann in die Nase gerieben und sowas. Und dadurch ist jetzt schon fast weg. Also ich würde sagen, da ja sowieso alles langsamer heilt, so noch, naja, 2, 3 Wochen und dann sieht das auch schon wieder alles in Ordnung aus. Das ist schon viel und du bist 1,90 Meter groß, wa? Ich bin 1,84 Meter groß. 1,90 wäre auch gut, aber 1,84 gebe ich mich auch mit zufrieden. Fällt es dir schwer, dich vegan zu ernähren? Also, wenn es so vegan ist, wie ich das im Moment noch kann, dann fällt es mir schon manchmal schwer. Wenn ich das mit meiner Mom zusammen mache, die einfach irgendwie schon mehr Plan so von Kochen hat und so. Also ich meine, die hat mein Bruder und mich und mein Vater auch wahrscheinlich die ganze Zeit ernährt. Und die weiß einfach so, welche Sachen irgendwie gut miteinander passen. Und aber der Julius, der letzte Mal hier war, also nicht Julius, nicht Grubi, aber der jetzt, der letzte Mal da war, habt ihr nicht gesehen. Aber der hat richtig Plan, wie man vegan kochen sollte. Und von dem habe ich mir eine ganze Menge abgeguckt. Der hat mir auch gleich ein Kochbuch geschenkt. Liegt da hinten irgendwo. Der hat mir gleich ein Kochbuch geschenkt und das werde ich jetzt einfach mal, also die Sachen, worauf ich Bock habe, die werde ich dann mal durchkochen, weil mir das auch einfach mit nahrhaft viel zu wenig ist, weil ich koche ja jeden Tag wenigstens ein Gericht und ich esse wenigstens ein Smoothie zum Frühstück. Also ich esse so gut wie gar kein Brot mehr irgendwie zum Frühstück, sondern meistens irgendwie, irgendwie ein Smoothie oder so ein Overnight Oats oder wie das irgendwie heißt. So Haferflocken mit Mandelmilch und so eine Geschichten und dann irgendwie TK Obst obendrauf. Also von den Gelüsten her. Ach so, naja, also die Gelüste, die man so hat von so anderen Sachen. Ich konnte auf Eiscreme zweimal nicht verzichten. Einmal bei Häagen-Dazs, da habe ich mir eine Kugel reingedonnert. Und, ach so, nee, einmal Eiscreme und einmal war ich in einem Restaurant mit einem Freund von mir, mit dem Sebastian. Und da habe ich mir einen Kaiserschmarrn bestellt, das musste auch sein. Karamellisierter Kaiserschmarrn mit Vanilleeis. Auch fürchterlich daneben, ich weiß wegen dem Zucker und so weiter, aber ey, mit Kaiserschmarrn, da kann man mich mit ankern, so. Also da kann ich nicht widerstehen. Und gerade in dem Laden, wo wir da auch waren, war sehr lecker. Aber ansonsten habe ich es auch nicht mit Zucker so großartig gehabt und habe sonst nur dieses TK-Obst eigentlich gegessen. Achso, und Banane mache ich mir immer noch in den Smoothie mit rein. Aber ansonsten habe ich mich mit Zucker auch zurückgehalten. Weil ich weiß auch, ich habe da letztens mit einem unserer Nachbarn drüber gesprochen, weil der sich jetzt auch eine Zeit lang, ich glaube 10 Tage wollte der machen, zuckerfrei ernähren wollte. Ich hatte ja mal vor diesem PET-MRT habe ich mal 7 Tage komplett auf Zucker verzichtet. Also weder durch Obst, noch raffinierter Zucker, noch sonst was irgendwie, wenn das zum Beispiel in einem, ich sag mal jetzt was, ein Eistee oder so drin war, wirklich 7 Tage lang gar kein Zucker. Und nach 3 Tagen oder 4 Tagen, ich weiß gar nicht mehr so genau, ist schon zu lange her, habe ich so angefangen, so kalten Schweiß überall zu kriegen. Mir ist super schlecht geworden. Ich bin dann so stinkig geworden, so wie wenn ein Alkoholiker irgendwie aufhört, auf einmal Schnaps zu trinken oder sowas. Also Zucker macht auch echt süchtig. Aber also habe ich nicht so den Stress mit. Sowas kann ich mir schon eher antun. Ich habe zum Beispiel auch mal so eine Zeit gehabt, da habe ich während der Chemotherapie irgendwann mal mitgekriegt, dass Fasten währenddessen irgendwie auch ganz ordentlich ist. Und dann hatte ich auch gerade so eine Phase, da war ich glaube, in der zweiten Chemotherapie dann drin. Und da habe ich das dann so erstmalig mitbekommen, dass Fasten während der Chemotherapie super wirkt. Und habe dann einfach aufgehört zu essen, weil ich dann so gemerkt habe, dass das irgendwie nicht meins ist. Und habe dann so mitgekriegt,
also während der Therapie, dass man halt deswegen dann auch viel kotzen muss und so eine Sachen. Und dass das dann durch Fasten alles besser wird. Und da habe ich glaube, 21 Tage am Stück gefastet oder 20 oder irgendwie sowas. Und dann fiel mir das auch so ein bisschen schwer, irgendwie mit dem Essen wieder anzufangen. Und deswegen, das ist nicht so meine Welt, aber mit solchen Sachen kann ich eigentlich von jetzt auf gleich irgendwie aufhören. Also nicht so, dass man das so hat, dass man irgendwie einen Augenblick länger braucht, um mit sowas dann aufhören zu können. Also ist jetzt bei mir nicht so ein großes Problem. Ich habe eher so ein Problem, dass ich mich an irgend so eine Sache gewöhne, weil diese Kapseln hier zum Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe, diese Astragalus-Kapseln oder Astragalus, das sind ja so eine Kapseln, die Zellen schonen sollen, also gerade gesunde Zellen, dass so diese Zellmembran irgendwie so ein bisschen unterstützt wird, dass die durch die Chemotherapie nicht kaputt gehen oder auch von infizierten Zellen irgendwie angesteckt werden können oder. Und weil man nicht direkt irgendwie was merkt, weil wenn man zum Beispiel Vitamin B12 nimmt, so, dann merkt man gleich irgendwie, dass das was bringt. Aber bei so anderen Sachen, wo man das zum Anfang nicht so merkt, aber was dann irgendwie wahrscheinlich erst irgendwie auf Dauer gesehen irgendwie besser wird, so, da macht es dann wahrscheinlich irgendwie mehr Sinn. Aber wenn ich mich dann irgendwie so eine Zeit lang dran gewöhnt habe, so, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Aber vegan sich darauf umzustellen, ist schon zum Anfang ein bisschen komisch. Vor allem, weil bei mir zu Hause eigentlich alle irgendwie halbwegs normal noch gegessen haben. Also gerade mein Vater und mein Bruder. Und meine Mom hat das dann so mehr oder weniger mit mir halt dann schon mitgemacht. Aber die hat dann halt auch manchmal so eine Sachen, was ich jetzt nicht verübeln kann. So, ne? Wenn die von der Arbeit irgendwie kommt, dass sie dann so einen Hunger hat, weil die hat ja dann manchmal so Nachtdienst und sowas, wo die dann erst nach 0 Uhr oder irgendwie sowas zu Hause ist. Und wenn sie dann nach Hause kommt, dann haut sie sich einfach irgendwie, was weiß ich, nochmal ein Brot oder so abends rein, wo dann irgendwie Salami drauf ist oder sowas. Boah, ich habe die ganze Zeit schon wieder aufstoßen, aber ich glaube, das kennt ihr ja jetzt sowieso schon. Die hat dann halt sowas gemacht, dass sie dann eher sich vegan, nicht vegan, sondern vegetarisch ernährt hat. Außer ich hatte irgendwie was vorbereitet. So, dann ging das schon eher, aber dann sind wir wieder bei diesem ganzen Motivationsding, wenn man dann sich den Tag über scheiße fühlt, dann hast du auch nicht unbedingt Bock, um was zu kochen, sondern hoffst du eher selber doch darauf, dass dann irgendwie schon was fertig ist. Und dafür habe ich mir dann auch diese TK-Dinger dann geholt. Dann machst du den Reis fertig, irgendwie haust du so ein bisschen an irgendwie was an Gemüse rein oder machst dir, was auch immer ganz geil ist, und wie heißt das nochmal hinten? Also Blumenkohl und Brokkoli ist halt auch immer gut, aber Rosenkohl wollte ich sagen. Rosenkohl mit so einem veganen Dip dazu. Rosenkohl geht auch immer. Aber naja, lass uns nicht über so ein Blödsinn reden, das machen wir dann irgendwann alles auf nahrhaft, wenn es denn. Ich habe auf nahrhaft bestimmt 15 Videos oder so fertig, die ich noch nicht geschnitten habe. Weil ich damit immer irgendwie nicht selber so richtig zufrieden bin. Will das erstmal mit dem Vloggen alles so richtig in den Griff kriegen, aber manchmal ist das dann auch so ein Ding, wenn ich den ganzen Tag zu Hause liege. Also, das mit dem Vloggen ist ja so wie so mein persönliches Tagebuch, dass ich einfach festhalte, was ich den Tag über gemacht habe. Und dann will ich, oder worüber ich so nachgedacht habe und was weiß ich nicht, ne? Aber irgendwie will man ja auch so ein bisschen was an Spannung oder so an Interesse irgendwie damit reinbringen, dass ihr das halt auch guckt oder nicht so unter dem Aspekt von wegen, boah, jetzt redet er doch schon wieder die ganze Zeit irgendwie so eine Scheiße. Und da habe ich dann natürlich selber auch nicht so wirklich Bock drauf. Und deswegen macht man dann auch nicht jeden Tag ein Video. So. Zucker und Kohlenhydrate sollte man meiden, definitiv. Deswegen vegan, proteinreich. Und versuch mal da irgendwie ein paar geile Rezepte zu finden. Das dauert schon einen Augenblick. Also auch Sachen, die dir dann irgendwie gut schmecken und die dann auch
kohlenhydratarm sind und so. Also ein paar Kohlenhydrate können natürlich immer mit rein, aber trotzdem irgendwie, dass das alles so ein bisschen reduzierter ist. Ich könnte nicht vegan leben. Ah, ich versuche schon die ganze Zeit vegan zu leben, aber wenn ich jetzt irgendwie mal so einen Hieber auf irgendwas habe, dann lasse ich mir das auch nicht nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt Lust habe auf einen Schnitzel oder irgendwann mal auf eine Currywurst oder sowas, dann mache ich das auch. Aber halt so zu 90% möchte ich vegan leben oder 35%, aber irgendwann wird bestimmt mal der Tag kommen, wo ich mich dann zum Beispiel mal mit Grubi treffe und dann einfach mal irgendwie was essen muss. Also irgendwie ein Schnitzel oder keine Ahnung. Irgendwas wird uns da schon einfallen. Grubis Mutti macht zum Beispiel auch das beste Hühnerfrikassee, was ich in meinem Leben gegessen habe. Und also, wenn ich da jetzt Grubi besuchen gehen würde und da gäbe es jetzt gerade Hühnerfrikassee, also da würde ich mich aber auch als einer der Ersten da an den Tisch ansetzen und würde dann da auch eine Portion mit essen. Doris Hönlinger, unter 45, Fragezeichen. Unter 45, was meinst du? Ich glaube übrigens, irgendwas ist gerade gekommen. Irgendwie habe ich gerade die Treppe gehört. Achte auf eiweißhaltige Ernährung bei der Erkrankung. Höherer Bedarf. Ja, aber auch durch die Chemotherapie gehen auch so viele Sachen irgendwie flöten, was so Vitamine und sowas angeht. Und dieses Riesenthema da irgendwie speziell auf sich denn so zusammengeschnitten zu haben, dauert eine ganze Weile. Aber ich werde immer besser. Also ich bin den ganzen Tag irgendwie, oder den ganzen Tag ist jetzt auch irgendwie verrückt, aber ich bin sehr viel irgendwie dahinterher, um mich dazu zu informieren, wie ich das denn so in meine Richtung irgendwie ganz gut zuschneiden kann und werden wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit auch noch ein paar Fragen da irgendwie an euch kommen. So, wisst ihr, mehrere Gehirne denken immer besser als ein einziges und da werde ich euch bestimmt auch noch die eine oder andere Frage stellen. Na, du hast vorhin gesagt, dass du unter 45 Kilo hattest. Ja, das sah auch wirklich scheiße aus. Da hat man den Knochen im Gesicht gesehen und so. Da sah ich wirklich aus wie so ein Verhungerter, als hätte ich irgendwie, ich weiß nicht, ewig nichts gegessen. Also das sah wirklich schlimm aus. Bleib tapfer, die Hitze war irre. Bin ich auch, aber wenn, dann bleibe ich ja auch drin und schalte mir die Klimaanlage an. Ich habe euch das ja mal erzählt, meine Mom hat da manchmal so eine leicht verrückte Anwandlung, was sowas angeht. Und ich erzähle euch das irgendwann nochmal. Aber ich glaube, da sind so ein paar Sachen, weil ich das mal irgendwie so erwähnt hatte, wurde zum Beispiel meine Klimaanlage irgendwann angeschafft. Und wie gesagt, meine Mom, also auch wenn das mal alle anders sehen, irgendwie weil Haus oder irgendwie sowas, ich glaube, meine Mom hat sich mit der Klimaanlage ganz schön verausgabt. Aber sie ließ sich nicht davon abbringen. Aber erzähle ich euch irgendwann mal alles so in Ruhe. Jetzt gehe ich langsam mal pennen. Ich muss morgen früh aufstehen und will dann morgen irgendwie versuchen, gleich zum Fitness zu gehen und hoffe, dass es mir morgen dann auch, dass es mir dann auch irgendwie besser geht. Eigentlich ist jetzt jeder Tag irgendwie ein kleines bisschen besser geworden und jetzt morgen soll es sozusagen wieder in alter Qualität sein. Und dann kann ich zum Sport gehen und dann habe ich schon mal wenigstens irgendwie eine Stunde Sport morgens gemacht. Dann mit Borchi noch eine große Runde laufen und dann habe ich so meinen Sportbedarf für den Tag erstmal erledigt und kann mich dann auf den Vlog konzentrieren. Also, in dem Sinne, Leute. Wir hören uns ziemlich sicher morgen und wenn es nur abends der Livestream ist, aber wahrscheinlich mache ich morgen mal ein Video wieder fertig. Also.
Schlaft alle gut, bleibt mir auf jeden Fall gesund. Krank sein ist scheiße. Ich habe da letztens mit einer Freundin drüber telefoniert, ich habe mit einer Freundin telefoniert und die hat mich auch gefragt, wenn du dir jetzt noch was wünschen könntest, so was jetzt sofort in Kraft treten würde, irgendwas Kleines. Da habe ich auch gesagt, ich wäre jetzt voll gerne einfach mal eine ganze Woche am Stück gesund, ohne irgendetwas. Also kein, danach kann alles meinetwegen so weitergehen, aber einfach mal zu sagen, eine Woche nicht über Krebs nachdenken, eine Woche nicht über irgendwie Grippe nachdenken, über Corona oder sonst was, sondern einfach nur mal eine Woche so richtig gesund sein. Boah, wäre das gut. Das ist doch so ein Ding, ich glaube, da hat man früher immer, wenn man, da gab es doch mal so einen Film irgendwie, Aladdin und die Wunderlampe oder sowas. Wenn du da so dran gerieben hast, dann hast du irgendwie drei Wünsche frei gehabt oder irgendwie sowas. Und da habe ich mir früher immer gewünscht, dass man so viel Geld hat wie möglich oder nochmal drei Wünsche frei. Oder dass man irgendein Auto bekommt oder was weiß ich nicht, irgendeine Scheiße. Boah, ey. Stell dich mal vor, man könnte sich das wünschen, dass man sein ganzes Leben lang nur gesund ist. Wie unfassbar schön das Leben doch wäre, oder? Das C-Wort kann, glaube ich, keiner mehr hören. Ah, ist zum Kotzen. Aber weil ich das nie so richtig verstanden habe, habe ich mir ein Buch darüber gekauft. Da wird das nochmal alles richtig erklärt, auch so dieser ganze politische Hintergrund. Wenn ihr das wollt, können wir darüber auch mal irgendwie quatschen in einem Livestream. Ich glaube, das ist auch ein guter Livestream-The- ein gutes Livestream-Thema, dass man, dass da alle mal so ein bisschen mitreden können. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Diskussionsthema. Doch, ich glaube, das wäre wirklich ein ganz interessantes Thema. Aber ich muss jetzt erstmal noch ein paar Sachen, ein paar andere Sachen vorher fertig machen. Und dann können wir das gerne irgendwann eingehen. So, aber jetzt muss ich ins Bett. Guck mal, wie müde ich schon aussehe. Also, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut.